Ferienspiele des Märkischen Kreises an der Luisenhütte waren schnell ausgebucht. Schließlich ging es in das Balve um 500 nach Christi zurück. Die 63 Kinder lernten die vielfältigen Arbeiten dieser Zeit kennen. Aber auch das Mittagessen war der Zeit angepasst. Am Freitag enden die Ferienspiele und dann wird das Geheimnis um den Drachen gelüftet. Ja, wir befinden uns hier im 5. Jahrhundert nach Christus beim historischen Spiel an der Luisenhütte unter dem Titel Baloa, die Welt ist im Wandel. Es ist eine sehr frühe Zeit, sehr frühes Mittelalter, Spätantike. Die Kinder erleben hier an 4 Tagen, wie es ist, in dieser Zeit zu leben. Es gibt 2 Gruppen, die Baloa, die Einheimischen und eben die Germanen mit Siegfried. Siegfried will sich hier ein Schwert schmieden und es gibt Gerüchte, dass in der Nähe, in einem Stollen, in der Höhle auch ein ganz böser Drache wohnt. Was es mit dem Drachen auf sich hat, das wissen wir noch nicht, aber es wird sich spätestens morgen Mittag zum Abschluss des Ferienspiels aufklären. Es sind 63 Kinder hier, viele aus Balve, auch aus Neuenrade, Werdohl, Plettenberg und aus dem gesamten Märkischen Kreis. Und die erleben hier halt jeden Tag von 10 bis 16 Uhr, wie es ist, in fremden Zeiten zu leben.